Verkehr ist freizugeben. Nach 2 Jahren Bauzeit rollt seit heute der Verkehr auf der neuen Entlastungsstraße Zell am See – Schützdorf. Aufatmen bei Anrainern und Pendlern in der Region Zell am See und im Oberpinzgau. Ja, es wird eine spürbare Entlastung geben der beiden betroffenen Landesstraßen, der B311 und der B168. Und davon abgesehen haben wir natürlich neue Fußgängerwege, neue Radwege und auch den Hochwasserschutz, der damit einhergeht. Und ich glaube, diese Argumente sprechen dafür, dass man auch diese Flächenversiegelung letztlich dann in Kauf nehmen muss und soll. 600 Meter der Entlastungsstraße stehen auf dem neuen Hochwasserschutzdamm, der 4.700 Menschen schützt. Nach menschlichem Ermessen ist dieser Raum jetzt sicher. Und zudem gibt es hier Erholungsgebiete, weil wir 6,5 Hektar Wasserfläche geschaffen haben, indem wir auf einem 3,5 Kilometer langen Streckenabschnitt der Salzach aufgeweitet haben. Und diese Aufweitung war die Voraussetzung dafür, dass es hier auch an Lebensqualität nicht nur von dem Verkehr her, sondern auch von den Erholungsmöglichkeiten wesentlich besser geworden ist. Ja, es gibt natürlich momentan die Berechnungen der Experten, die uns sagen, dass ungefähr ein Drittel des Verkehrs hier auf diese Entlastungsstraße verlegt werden wird. Ich bin sehr optimistisch, dass diese Entlastung eine große Wirkung zeigen wird.